Individuelle Freiheit, da gibt es keinen für den Menschen normierbaren Nutzen. Vor allem aber müssen wir uns bewusst machen, dass wir in Deutschland kein progressives System mehr haben. Also wir führen eine Phantomdebatte über ein Recht, das es gar nicht mehr gibt. Wir haben, sagen wir mal, wenn ich die Grundfreibeträge und die Pauschalierungen mal jetzt vereinfacht zusammenführe, haben wir 10.000 Euro, fast 10.000 Euro im Jahr pro Person steuerfrei. Dann haben wir eine Progression von 15 bis 42% bis zu einem Jahreseinkommen von 52.000. Ab da beginnt dann wieder die lineare Steuer und dann nochmal ein Sprung auf 45 bei 230.000. Wir haben bei der Körperschaftsteuer, wir haben es vorhin gehört, 15%. Dann rechnen wir die Gewerbesteuer dazu. Das ist natürlich schon wieder gemogelt, weil wir dann ja die Gewerbesteuer rechtfertigen müssen. Das ist im Grunde ein Akt des Finanzausgleichs, nicht? Wir nehmen die Körperschaftsteuer zurück auf 15%, die sollte eigentlich 30 sein, weil wir an der Gewerbesteuer wegen der Gemeinden festhalten, obwohl es die eigentlich gar nicht geben darf, nicht? Das ist ja eigentlich schon in sich ein Widerspruch. Herr Obermann, wir haben in Heidelberg ein Modell vorgelegt, mit dem Städtetag erörtert, kommunale Zuschlagsteuer für alle 7 Einkunftsarten, weil wir hier nur noch eine haben, und arbeitsplatzbezogen, nicht wohnsitzbezogen mit Ausgleichsformen. Also dieses Modell ist sehr intensiv im Gespräch und kurz vorm Ziel. Also Sie können da ganz optimistisch sein. Wir haben bei der Abgeltungssteuer Einkünfte aus privatem Kapitalvermögen 25%. Nicht? Linear. Ob einer 100.000, 1 Million, 1 Milliarde verdient, mit 25 hat er seine einkommensteuerliche Pflicht erfüllt. Wenn wir diese Realität einmal den Menschen in Deutschland in die Köpfe bringen würden, sie können dazu ja beitragen, und ihnen klar machen, wenn sie tüchtig sind und gut verdienen, und sie haben verdient aus Einkünften aus Kapitalvermögen, müssen sie 25% zahlen. Wenn sie aus Arbeit verdient haben, bis zu 45%. Meine Damen und Herren, das kann nicht die Gerechtigkeit sein, die wir in Deutschland wollen. Früher hatten wir mal fundiertes Einkommen, die Kapitalerträge höher besteuert, weil wir sagen, sie sind leichter verdient, sie werden nicht krank, sie sind nicht so risikoanfällig. Das haben wir jetzt angelegt, finde ich auch richtig. Aber jetzt sollen wir es nicht ins Gegenteil treiben. Nicht? Arbeitseinkünfte 45, Kapitaleinkünfte 25, das ist schlechthin unvertretbar. Wir tragen es nur, weil es die Menschen noch nicht gemerkt haben. Aber jetzt kommen die Steuerbescheide, das gilt ab 01.01.2009, jetzt kommen die Steuerbescheide 2009. Und da wird vielleicht der ein oder andere nachdenklich. Und diese Nachdenklichkeit kann nur zu einem elementaren Reformwillen führen. Da ist Emotion und Rationalität sehr eng beieinander, wenn es ihn nämlich selber betrifft. Und wenn er das für sich als extrem ungerecht verspürt. Und das wird so sein. Wer das merkt, kann sich damit nicht beruhigen. Und deswegen finde ich die Reform großartig. Sie treibt in ihrem Unrecht unsere Erneuerung voran. Nicht? Dieses System ist gegen die Wand gefahren. Es kann so nicht bleiben.